JFT, just fair and direct. So, einen wunderschönen guten Vormittag zur Trading-Wochenanalyse. Die Kalenderwoche 13 steht vor uns, 25. bis 29.03.2024, mit dem Gedanken, dass ja dann auch Ostern kommt. Also, es wird eine verkürzte Handelswoche sein. Wir werden uns dieser Besonderheit mal ganz kurz widmen, denn es ist in der Tat eine Besonderheit, denn wir haben ja bei uns hier in Deutschland Freitag und Montag Feiertag, was in den USA zum Beispiel nicht ganz so ist. Und wir haben auch noch ganz, ganz wichtig, bevor wir jetzt draufschauen auf alles, am Freitag sehr, sehr wichtige Wirtschaftskennzahlen in den USA, die trotz alledem kommen, was dann auch wiederum eine Besonderheit für viele Märkte und allen voran natürlich auch für den DAX bedeutet. Also das muss man jetzt alles mal beleuchten und wie gesagt ein wenig die Ausrufezeichen diesbezüglich hochhalten. Bevor wir das jetzt tun, wie gewohnt an der Stelle natürlich erstmal ganz kurz der Risikohinweis. Lest euch dies bitte durch, achtet bitte grundsätzlich darauf, dass ihr natürlich mit Stops arbeitet, dass ihr die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst, dass ihr all das, was ich hier sage, an Setups formuliere, gegebenenfalls vor Trade definitiv nicht als Handelsempfehlung wertet, sondern lediglich als kleine Informationszusatzquelle zusätzlich zu eurem eigenen Trading, zu euren eigenen Analysen, wenn ihr weitere Fragen zum Trading oder aber auch natürlich zum Broker JFT habt, dann wie gewohnt auf der Website von jftbrokers.com. Hier könnt ihr noch diverse Fragen zum Trading oder aber auch natürlich zum Broker beantwortet bekommen. So, und dann switchen wir erstmal rauf auf den Webinare und Eventkalender. Und auch hier gibt es eine Besonderheit. Ich hatte es im Live-Trading-Room schon angesprochen, denn wir werden in den nächsten Tagen ein wenig etwas umstellen. Ihr habt schon gemerkt, wir hatten diese Woche so ein bisschen eben Normalität hergestellt. Die Live-Trading-Rooms waren größtenteils um 10 Uhr. Wenig Live-Trading-Room Specials, die Webinare im Allgemeinen hatten ja erstmal ein Stück weit abgenommen, die Streams Dienstag und Donnerstag, aktuell nur das Devisenradar, was auch dabei bleiben wird, also wir werden uns jeden Tag quasi um 7 Uhr hier hören mit dem DAX Long oder Short, aktuell auch in der kommenden Handelswoche um 14 Uhr mit der US Opening Bell, da nach wie vor es so ist, dass in den USA schon Sommerzeit herrscht und bei uns hier in Europa erst kommendes Wochenende, also um Ostern herum, da jetzt dann von Samstag auf Sonntag die Uhrzeit auch hier bei uns auf Sommerzeit umgestellt wird, somit ist es auch in der kommenden Handelswoche erstmal noch so, dass die US Opening Bell in New York um 14.30 Uhr läutet, wir uns dann entsprechend eine halbe Stunde vorher hier treffen in Form des Livestreams US Opening Bell, um uns Gedanken zu machen, was könnte man mit der US-Session quasi anstellen, Dienstag und Donnerstag, wie gewohnt, jetzt auch mittlerweile das Devisenradar und dann werden wir auch die Live-Training-Räume haben. Aber da wird sich in den nächsten Tagen diesbezüglich etwas ändern, denn wir werden dann eben auch ab April zum Beispiel nur noch einen Live-Training-Room wirklich for free haben, wo jetzt dann wirklich jeder teilnehmen kann. Ihr müsstet euch allerdings nochmal entsprechend neu anmelden. Also für diejenigen, die jetzt quasi noch nicht für diese Live-Trading-Räume angemeldet sind, macht das nochmal ganz schnell, dann bekommt ihr entsprechend die Informationen per E-Mail, was ihr zu tun habt, um beim Live-Trading-Room weiterhin mit dabei sein zu können. Und dann wird es eben auch nochmal so eine kleine Besonderheit, so einen Premium-Live-Trading-Room geben, der entsprechend dann auch für JFD-Kunden quasi exklusiv ist. Die ganzen Informationen dazu, die bekommt ihr alle per E-Mail. Für diejenigen, die sich da in den letzten Monaten angemeldet haben, wer das noch nicht tat, der wird zeitnah die Möglichkeit haben, entsprechend natürlich auch hier auf der Website, sich dann dafür anzumelden, beziehungsweise sich die Informationen reinzuholen. Also wir sind dort in so einer kleinen, ja, Wechselsituation drin, also wundert euch nicht. Ihr könnt natürlich jederzeit im Stream fragen, ihr werdet entsprechend informiert, versuchen auf allen Kanälen entsprechend zu informieren, um dann eben auch ohne Probleme in diesen Wechsel überzugehen. Also, wir schauen auf den Wirtschaftszahlenkalender erstmal ganz kurz drauf. Wichtig an der Stelle, wie gesagt, wir werden erstmal, das ist mit das Wichtigste, am Freitag wird Ostern sein. Karfreitag bei uns, Good Friday in den USA, da steht jetzt bei Forex Factory gar nicht als solches drin, aber ihr seht, dass nicht nur bei uns Feiertag am Freitag ist, sondern eben auch in vielen anderen Regionen. Was da natürlich bedeutet, wenn denn doch noch Märkte offen haben, schaut gerne entsprechend bei JFD nach oder generell bei eurem Broker oder eben entsprechend dort, wo man Informationen bezüglich eurer Märkte bekommt, welche Märkte offen haben, welche Märkte nicht offen haben, Aktienmärkte, Indexmärkte, Forexmärkte, Rohstoffmärkte, das ist ein wenig unterschieden, auch mit den Closing-Zeiten, mit den wiederum dann neuen Eröffnungszeiten. Montag zum Beispiel ist bei uns hier in Deutschland ja noch Feiertag, wir werden somit dann auch den Montag drauf keine Streams haben und keine Webinare und entsprechend wird bei uns hier in Deutschland nicht sonderlich viel los sein, aber in den USA geht es dann schon wieder ein bisschen eher los. Und die Besonderheit hier ist, dass wir hier sehen, 13.30 Uhr am Freitag, PCE-Preisindex, Inflationsdaten, die wichtigsten, wohlgemerkt, und auch Jerome Powell wird am Freitag nochmal sprechen. Und da sind wir im Feiertagsmodus, da hat der DAX Feiertag, die deutschen Aktien Feiertag, auch in den USA,
ist entsprechend, wie gesagt, Good Friday in die New York Stock Exchange wird geschlossen haben. Und entsprechend kann natürlich durch die Inflationsdaten, wenn die da dann eben auch gerade wieder unerwartet nach oben gehen, nach unten gehen, ihr kennt dieses Spiel, da wo wir sonst draufschauen und gucken, wie springt der Markt nach oben, wie springt er nach unten, was passiert danach, nicht nur auf die Zahlen direkt, sondern eben dann auch mit der Kernhandelszeit, da kommt natürlich dann häufig Bewegung auf und dann sind dann die Schlusskurse vielleicht dann eben auch mal ein ganzes Ende weiter höher oder entsprechend weiter tiefer, als es dann zuvor am Donnerstag der Schlusskurs war. Und wir haben dann eben dann doch ein bisschen Bewegung an diesen Tagen bekommen. Das fehlt jetzt. Wir haben keine Kernhandelszeit. Die Börsen haben geschlossen. Die Zahlen kommen trotzdem heraus. Und somit wird dann zum Beispiel am Montag auch bezüglich der Gap-Gefahren, / Chancen, natürlich eben eine Sondersituation da sein, die man definitiv im Kalkül haben sollte, gerade wenn man Positionen übers Wochenende hält, gerade wenn man auch im Daytrading unterwegs ist, wo man meistens ja ein Stück weit höher gehebelt ist, meistens ja dann auch die Stops gar nicht so weit weg liegen vom Einstiegskurs oder von dem Kurs, wo man da aktuell dann eben ja, den Schlusskurs am Donnerstag findet und dann kann es durchaus größere Gaps geben. Das kann auch durchaus sein, dass das mal schnell 100 Punkte, 150 oder 200 Punkte im DAX sein können. Also drei Ausrufezeichen bezüglich dieser Sondersituation, welche wir dort haben. Es gilt es ist ja bei uns hier in Deutschland so die längste Periode, je nachdem Weihnachten, wie sich das alles dann verhält und fällt, aber Karfreitag und Ostermontag, ja, diese vier Tage plus das Wochenende sind eben in Deutschland eben ist eine der längsten Handelspausen im Jahr. Und von daher muss man hier wirklich definitiv ganz schön dolle aufpassen. Wir schauen nochmal drauf. Ich hatte dann auch geguckt bei der New York Stock Exchange, Good Friday, Freitag, März 29. Das ist genau der Freitag, wo dann eben auch in New York quasi die US-Aktienmärkte zu haben. Die Futures laufen ein wenig anders. Das ist ja meistens so, dass die dann eben doch schon mal noch so zumindest so eine halbe Handelszeit haben und offen sind, meistens mit sehr wenig Volumen, meistens dann eben auch einhergehend mit wenig Bewegung, mit wenig Liquidität. Es kann aber natürlich, wie gesagt, gerade wenn Wirtschaftskennzahlen kommen, größere Bewegungen geben, aber ich glaube, da haben die Futures dann auch schon zu wieder. Also, achtet da drauf, ich kann es nur an der Stelle sagen. Vielleicht nochmal ganz kurz der Sprung zurück, der YouTube-Kanal von JFD. Wer ihn kennt, die meisten von euch kennen ihn, ihr seid ja jetzt auch wahrscheinlich gerade auf diesem, um die Trading-Wochenanalyse zu sehen. Ihr wisst, wir haben Montag bis Freitag, außer wenn Feiertage sind, dann eben am Morgen den DAX Long oder Short, die US Open im Bell und eben auch das Devisenradar. Es lohnt sich, diesen Kanal zum einen zu abonnieren und dieses Glöckchen hier oben zu aktivieren, weil, wenn wir dort online gehen, es war zum Beispiel in der vergangenen Handelswoche auch so oder auch in den letzten Wochen, dass ich mitunter dann gerade die US Opening Bell dann doch mal vielleicht ein bisschen eher abhielt oder ein bisschen später abhielt. Und wenn ihr live mit dabei sein wollt, dann kriegt ihr in der Regel dann so einen Alarm, dann kriegt ihr so einen Pop-up, ey Mensch, hier JFD, Markus Klebe ist wieder online mit im jeweiligen Stream, könnt ihr live mit dabei sein, beziehungsweise wenn auch Videos hochgeladen werden oder die Streams vorbei seid, kriegt ihr entsprechend Alarme signalisiert und dann wisst ihr, okay, jetzt habt ihr da wieder neue Informationen, die ihr dann für euch verwerten könnt. Wir gehen über die Headlines drüber, da findet man erstmal jetzt für den Markt direkt nicht sonderlich viel. Wir hatten diesen Anschlag in Moskau mit sehr, sehr vielen Toten, ich glaube so um die 130, wo jetzt eben auch schon entsprechend die, oder zumindest einige der ja, Tatverdächtigen gefasst worden sind. Wir lasen auch wieder, dass quasi auf der Krim Kämpfe sind und eben generell Ukraine, Russland, dass dann eben auch kurz mal der polnische Luftraum durch ein Marschflugkörper, glaube ich, 30 oder 40 Sekunden lang quasi ja, angegriffen wurde, jetzt nicht, aber eben, wie sagt man, verletzt wurde. Und das sind allerdings eben Headlines, die meines Erachtens nach für den Markt jetzt erstmal nicht so sonderlich kritisch sind. Dieser Anschlag dort hat erstmal thematisch nicht zwingend mit Ukraine-Russland zu tun, sondern war ein islamischer Staat. Irgendwie hat sich dazu bekannt, ja, Terror in Europa, somit eben auch die Alarmglocken ein Stück weit höher hängend aktuell. Aber es sollte zumindest meines Erachtens nach für die Märkte erstmal noch nicht extrem sein. Man sollte es meines Erachtens nach auch kaum merken, es sei denn, die Thematik nimmt zu. Wenn wir den nächsten Anschlag jetzt bekommen, man hofft es natürlich nicht, aber wenn vielleicht doch nochmal in Russland oder bei uns auch in Europa irgendwas in diese Richtung passiert und entsprechend dadurch natürlich so ein bisschen die Gefahren merklich zunehmen, dann könnte man das auch am Markt merken. Ansonsten erstmal meines Erachtens nach nichts Nennenswertes. Wir gehen gerne auch auf Bloomberg drauf, denn dort finden wir zum Beispiel von Goldman Sachs entsprechend mal so einen Ausblick, der dort angehoben wurde, entsprechend für den S&P 500, dass hier eben dieses Bull-Szenario aufgebaut wurde und dass es durchaus als realistisch gilt, dass die Marke von 6.000 angelaufen wird. Und wir haben ja nun in den letzten Wochen wirklich merklich mitbekommen, dass in den Indizes durchaus immer wieder die positive Seite sich durchsetzte. Ja, auch wenn in den US-Märkten zumindest die Chancen auf der Abwärtsseite auch im Daytrading immer da waren und ich auch dort Geld verdient habe, war es
im DAX wiederum ja so, dass ich da eben doch auf der Abwärtsseite in den letzten Wochen weniger verdient habe, unterm Strich jetzt eben entsprechend auch immer noch leicht im Minus bin, nur rein vom DAX-Trading her in den letzten Wochen. Die US-Märkte haben das locker rausgeholt und ich bin grundsätzlich im Profit, aber der DAX nach wie vor, auch gerade weil er eben nach oben läuft und auch doch durchaus ein bisschen schwieriger zu handeln ist, wir hatten das in den Live-Trading-Räumen auch immer wieder besprochen, dann hatten wir dann eben einen Break-Even-Trade, dann hatten wir auch mal einen Ausstopper im Live-Trading und wir hatten nicht so richtig einen Trade, der ins Laufen kam. Wenn ich da eben mal 2-3 R vorne bin in einem Trade, heißt es ja für mich nicht, dass ich das dann gleich mitnehme als Take-Profit, sondern natürlich auch da versuche, den eben irgendwo laufen zu lassen. Und die guten Ideen habe ich dann im Endeffekt, weil ich dann A, nicht am Rechner war oder B, dann eben eher in Richtung der US-Märkte schaute, dann einfach im DAX an sich nicht umgesetzt. Die Bereiche und die Ideen waren grundsätzlich gar nicht verkehrt, aber der Profit hat sich dann, wie gesagt, hauptsächlich im US-Markt wieder gespiegelt. Und hier ist es jetzt so, im 6.000 heißt, okay, der ein oder andere tickt auf jeden Fall immer noch in Richtung der Long-Seite, die meines Erachtens nach natürlich auch noch eine Relevanz haben sollte. Es gibt so einige Punkte, die eben auch nach wie vor dafür sprechen. Und einer der wichtigsten Punkte, und somit sind meines Erachtens nach, wie gesagt, die Headlines auch aktuell, es sei denn, da kommt irgendwas Extremes, dann würden wir es mitbekommen und entsprechend in den Streams besprechen. Meines Erachtens nach ist die Thematik, die sicherlich vielleicht dem einen oder anderen noch gar nicht so aufgefallen ist, weil sie eben auch in den Headlines generell gar nicht so ins Gewicht fiel. Aber es ist ein wirklich entscheidender Punkt. Und vor allem, wir werden uns später den Euro-US-Dollar anschauen, was der Dollar aktuell in den letzten Tagen an Stärke gewonnen hat, das ist wirklich enorm. Obwohl ja eigentlich signalisiert wurde, ja, Zinssenkungen denkbar und von dem Szenario werden es dieses Jahr entweder 2 oder 3. Ja, nun durch Jerome Powell, durch das Statement, durch die Pressekonferenz, durch dieses ganze Fed-Event in der vergangenen Handelswoche, die Wahrscheinlichkeit ja sogar in Richtung 3 wieder ging. Also Zinsen, ja, nach unten und gegebenenfalls auch ein wenig mehr, als es der Markt noch quasi am Montag und Dienstag angenommen hat. Also eigentlich schwach für den Dollar, aber nee, Pustekuchen, der ist enorm stark. Und das liegt hauptsächlich an dem Punkt, dass wir hier von Dezember Erwartungen, wie sich quasi das Bruttoinlandsprodukt in den USA, ich mache das mal ein bisschen größer, dann kann man das vielleicht besser erkennen, so. Ja, schaut euch das mal an. Hier gab es ja die Economic Projections, also eine Aussicht nach vorne, eine Vorausschau der Fed, was sie so erwartet, wie sich entsprechend einiges, ja, der Arbeitsmarkt, das Bruttoinlandsprodukt, die Inflation und eben auch entsprechend natürlich die Zinsrate im Jahr 2024 ändern könnte. Und da gibt es alle Vierteljahre quasi so eine Economic Projection. Die letzte war im Dezember. Die Thematik der Zinsen ist gleich geblieben. 4,6 zu 4,6. Also da hat sich seitens der Fed nichts großartig geändert. Aber 1,4 war die Erwartung für 2024 Wirtschaftswachstum, Bruttoinlandsprodukt. Dieses wurde auf 2,1 angehoben und das war wirklich eine ordentliche Überraschung. Und diese ordentliche Überraschung spiegelt sich zum einen natürlich in den Indizes bis zum gewissen Grad wieder, aber natürlich eben auch im Dollar, weil der ist gefragt. Die Zinsen sind ja trotz alledem mit 4,6 im Jahr 2024 noch relativ hoch. Die Thematik Carry Trades spielt hier eine Rolle, plus dass natürlich die Wirtschaft in den USA scheinbar nach wie vor relativ stabil ist. Die Fed nimmt das an und wir wissen es auch aus Sicht anderer Dinge, aus anderen Wirtschaftskennzahlen, dass das mitunter wirklich nach wie vor relativ stabil ist. Und das macht natürlich das ganze Dollar-Thematik oder die ganze Dollar-Thematik sehr, sehr interessant. Das macht grundsätzlich auch den US-Aktienmarkt mit interessant. Es spielen natürlich immer noch andere Faktoren mit ein. Natürlich auch für den Dollar, natürlich auch für die US-Aktien, aber das war für die vergangene Handelswoche einer der treibenden Punkte und dieser Punkt ist immer noch da. Und es, wenn wir gleich dann eben auf den Euro-US-Dollar schauen, wir werden uns auch mal den Schweizer Franken zum US-Dollar anschauen, denn da könnte sich in der kommenden Handelswoche vielleicht etwas zeigen. Das ist ja etwas, was wir uns sonst hier in der Trading-Wochenanalyse gar nicht anschauen, aber es ist etwas, wo ich so ein bisschen den Fokus jetzt aktuell drauf lege, deswegen will ich es euch auch gleich mal zeigen. 2,1, der, wie gesagt, Dollar nahm ordentlich zu. Ob das jetzt in diesem Ausmaß weiter Bestand hat, da können wir drüber streiten, da können wir auch in den täglichen Streams dann mal so ein bisschen drüber nachdenken, aber es ist zumindest einer der Punkte, der durchaus als äußerst positiv gewertet werden kann. Die Volatilität war zwischenzeitlich ja schon mal ein Stück weit höher. Wenn wir das hier sehen, so ja Mitte März waren wir ja zwischenzeitlich mal bei der 15. Wir haben dann eben schon wieder direkt ein bisschen Tendenz nach oben gesehen, dann waren wir zwischenzeitlich mal im Bereich fast 14,50 und sind jetzt wieder in diesen Bereich um die Marke 13 nach unten gekommen. Also Tendenz von Mitte März, jetzt laufen wir ja schon quasi in die letzte Märzwoche ein, Tendenz leicht fallend,
leicht nur, weil wir quasi eh schon auf einem relativ tiefen Niveau sind. Auch dieser Punkt ist erstmal grundsätzlich ein Punkt, den man auch mit einem übergeordneten Bild auf die positive Seite schreiben kann. Jetzt gehen wir kurz auf die Thematik des Dollarindex mal kurz drauf. Und da sehen wir das wieder hier am Ende, ja, die letzte Kante rechts, wie der jetzt wirklich nochmal zunahm. Wir sind schon wieder im Bereich um die Marke 104,43. Wir kommen, Moment, jetzt ist das hier weg. Ich habe einen Screenshot gemacht, deswegen nehme ich mir mal den Screenshot. Ist immer einfacher. Ja, der kann nicht abhauen. Ja, wir sind hier quasi noch im Januar im Bereich um die Marke, ja, 101 gewesen, waren dann zwischenzeitlich im Bereich 105, sind dann wieder zurück unter 103 und sind jetzt schon wieder merklich oberhalb der 104. Also wir haben in den letzten Tagen und gerade natürlich dann jetzt eben auch in der vergangenen Handelswoche mit der FED-Zinsentscheidung mit diesen Economic Projections da nochmal ordentlich Stärke reinbekommen und entsprechend der Euro-US-Dollar hatte ja, das habt ihr ja mitbekommen, in den letzten Tagen auch wirklich ordentlich die Abwärtsseite gesehen und der Goldpreis, der hält sich auch leicht schwächelnd, da schauen wir ja auch gleich nochmal drauf, da hatten wir auch mit einem gewissen Bereich gearbeitet, der hält sich noch im Verhältnis zum Euro-US-Dollar. Warum? Hatten wir in den letzten Wochen immer wieder besprochen. Weil natürlich zum einen, ja, der Dollar ist stark, enorm stark sogar, wenn man sich das hier anschaut. Normalerweise würde das bedeuten, dass der Goldpreis ebenfalls ordentlich fällt. Und man muss auch hier so ein bisschen aufpassen, es kann tendenziell weiter nach unten gehen. Aber wir haben nach wie vor, und das merkt man jetzt auch wieder, weil eben der Dollar so extrem stark ist, was eigentlich bedeuten würde, Goldpreis merklich nach unten, tut er aber nicht. Das ist mal ein bisschen abwärts tendieren, aber eben nicht so extrem, weil an sich das Edelmetall Gold nach wie vor, und daraus merkt man das, und das ist, hat nach wie vor Bestand, merklich stark ist. Bedeutet, wenn wir Anomalien merken, wenn wir merken, der Dollar wird schwächer, dann ist es schnell möglich, dass der Goldpreis wieder durch die Decke geht, dass wir wieder Long-Szenarien am Goldpreis aufbauen können. Wir werden ja gleich draufschauen, werden da auch ein bisschen detaillierter in den nächsten Tagen draufschauen, weil da hatten wir auch schon gute Ideen. Da könnten sich dann eben auch zeitnah wieder gute Ideen aufbauen, was die Aufwärtsseite betrifft. Gerade wenn wir dann eben so ein paar Punkte bekommen, dann gehen wir gleich nochmal auf die Wirtschaftskennzahlen drauf, die vielleicht dem Dollar ein bisschen Schwäche geben. Das wäre dann an der Stelle definitiv noch durchaus interessant. Das machen wir hier nochmal zu. Schauen wir mal ganz kurz auf die Anleiherenditen 4,20. Mittlerweile eben auch wieder etwas merklicher nach unten kommen. 4,40 hatten wir fast nicht ganz, aber wir sind da eben tendenziell leicht fallend, was eben auch ganz, ganz leichte positive Note mit sich bringt für die Aktienmärkte und entsprechend dieser Faktor eigentlich sogar eben eine leichte Schwäche für den Dollar mit sich bringt. Aber wie gesagt, da ist eben dieser treibende Punkt dieses Bruttoinlandsprodukt. Wenn wir uns dann mal diese Thematik der Zinsen anschauen, ich habe jetzt hier mal eine andere Grafik, die ist ähnlich derer, die wir uns immer anschauen. Wir sind im Juni, das, was wir uns quasi in den letzten Tagen, Wochen, Monaten eigentlich immer wieder anschauten. Wir gehen da mal ganz kurz drauf, wie das sonst ja aussieht. Da sieht das ja so aus und wir wissen, dass dieser Balken hier rechts in den letzten Tagen dann eben entsprechend erstmal wieder abgenommen hat. Also das hier, ne? Also wir sind quasi, wir waren zwischenzeitlich mal bei der 40, sind jetzt wieder in Richtung 24,4, waren hier irgendwo in Richtung 50, sind jetzt quasi Juni eine Zinssenkung, Wahrscheinlichkeit merklich nach oben gegangen, zwei Zinssenkungen, das ist mehr oder weniger geblieben, da ist gar nicht sonderlich viel passiert. Also die Wahrscheinlichkeit, keine Zinssenkung, Zinssenkung hat sich von Nein, also von Null auf eine Zinssenkung doch schon ein Stück weit erhöht. Und genau das sieht man auch nochmal in dieser Grafik hier. Da sieht man nämlich, diese rechten Balken sind die älteren Balken und die linken Balken sind die neueren. Der dunkelblauste oder der dunkelblaue ist der neueste, der aktuelle. Und da sehen wir quasi, dass eben rechts auch in dieser Grafik die Thematik von rechts nach links ging, also abfallend auf der Seite und entsprechend steigend hier. Und hier sehen wir, dass das mehr oder weniger gleich geblieben ist. Minimal gefallen, ja, zudem noch vor einem Monat, aber kaum, spielt kaum eine Rolle, sondern die Musik spielt quasi in diesem Balken und in diesem Balken. Was bedeutet Aktienmärkte long? Das ist ein Thema, was auch den Aktienmärkten schmeckt, was allerdings eigentlich für den Dollar eben leicht negativ ist, aber hier kann ich nur wieder sagen, Bruttoinlandsprodukt, das ist der treibende Punkt. Und da es der treibende Punkt ist, gehen wir jetzt nochmal zurück auf den Wirtschaftszahlenkalender. Bruttoinlandsprodukt ist nämlich ein Thema auch in der kommenden Handelswoche. Final GDP, es sind die Finals, das muss man an der Stelle sagen. Finals ist eigentlich, oder die finalen Bruttoinlandsproduktsdaten für Q4, Dezember endend. Wir haben jetzt quasi März fast zu Ende. Also es ist sehr, sehr lange her. Es dreht sich aktuell natürlich schon sehr, sehr viel ums aktuelle Jahr. Und eben natürlich auch ums Q1. Ja, da gibt es ebenfalls Hochrechnungen. Sehen ganz gut aus. Das ist das Final für Q4. Das ist ein Weilchen her oder schon ein ganzes Ende her. Aber auch hier gilt natürlich drauf zu schauen von zuvor 3,2 auf 3,2. Das ist die Erwartung. Und hier ist es natürlich so, wenn auch das positiver ausfällt als erwartet, könnte nur 3,3 oder vielleicht 3,4 sein, also große Abweichungen gibt es meistens nicht mehr, nichtsdestotrotz kann es Abweichungen geben und hier muss man ganz klar sagen, dass eben diese positive Abweichung natürlich definitiv dem Dollar weiterhin Schwung gibt, ja, und auch den Aktienmärkten Schwung geben kann.
Das allerdings eben der Drift nach unten, ja, 3-1, 3-0. Das wäre dann eben zum Beispiel so ein Punkt, wo man A, im Euro-US-Dollar mal in Richtung Long gucken könnte und dann eben auch entsprechend vielleicht für den Goldpreis das eine der Möglichkeiten sein könnte. Wir werden dann auch nochmal den einen oder anderen FOMC-Member bekommen, der dort spricht. Wir haben CB Consumer Confidence am Dienstag und entsprechend haben wir dann eben Unimichigan Verbrauchervertrauen, Pending Home Sales am Donnerstag um ja, 15 Uhr in diesem Falle. Das sind alles jetzt nicht die Riesen-Smasher-Zahlen, ja. Ja, das sind jetzt nicht quasi die entscheidenden Zahlen, aber wir hatten ja vorhin drauf geschaut, Freitag, das ist sehr, 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 sehr wichtig, wo allerdings eben zum Beispiel der DAX dicht hat, die US-Märkte in der Kernhandelszeit dicht haben, denkt dran, das ist ja das, was ich eingangs sagte, dass da natürlich Bewegung kommen kann, der ein oder andere FOMC-Member ebenfalls sprechend, also da gibt es schon Dinge, die nicht ganz so unwichtig sind. Wir gehen nochmal ganz kurz auf den Gedanken von Freitag, weil es auch für die kommende Handelswoche für mich, denke ich, trotz alledem eine Relevanz haben wird, solange eben hier nicht merklich die Stärke wieder reinkommt. Wir hatten uns am Freitag unter anderem ja eher am Nachmittag um 14 Uhr mit der US Opening Bell, mit der Abwärtsseite beschäftigt und ich hatte es schon so ein bisschen im Urin, ja, dass trotz also dieser ganzen positiven Aspekte und eben auch durchaus vieles für die Aufwärtsseite spricht, wir sind ja trotz alledem an der Börse. Und die Börse, die läuft nun mal nicht wie am Schnürchen gezogen, ja, wenn man jetzt mal sagt, pass auf, ja, es ist alles positiv, dann läuft es ja trotzdem nicht so und kennt kein Ende und 1000 Punkte und 2000 Punkte und 3000 Punkte und 4000 Punkte und 5000 Punkte und oben durch den Rechner raus aus dem Bildschirm und weiter, sondern wir laufen eben, wenn wir auch aufwärts laufen, eben im Zickzack und da kann eben so ein Zickzack nach unten auch mal ein bisschen stärker sein. So sieht halt Börse aus, ja, und entsprechend haben wir trotzdem irgendwo eine Aufwärtstendenz, aber diese Abwärtssituationen, die dort auftreten, da gibt es natürlich Tage, Moment, das machen wir mal rot, ja, hier, wenn sowas auftritt, Mensch, ich habe da rot gedrückt, hier, verfehlt, hier, sowas, ja, nochmal den Pfeil, ja, so, wo dann doch mal, dann vielleicht so ein bisschen Abgaben kommen können, da gibt es Tage, wo das für mich leicht wahrscheinlicher wird, sagen wir es mal so. Und da war zum Beispiel der Freitag so ein Tag und wer das mitbekommen hatte, wird gemerkt haben, dass da schon teilweise ein bisschen Druck auf der Abwärtsseite war und wir dann eben auch im S&P, in der Nasdaq und im Dow Jones auch die Szenarien für eventuelle Shorts aufgebaut haben. Und am Ende war es dann auch so, wir sind dann eben auch in den S&P in diesem Bereich hineingelaufen, in der Nasdaq reingelaufen, der Dow Jones schaffte es gar nicht mehr, der ist ein bisschen stärker nach unten, also der ist nicht mal mehr in den Verkaufsbereich hineingekommen, aber S&P und Dow Jones haben da eben durchaus noch schöne Szenarien mit sich gebracht, was ich mir natürlich abspeichere. Und trotz dieser Situation, dass eben wirklich alles sehr, sehr gut ist und durchaus Goldman Sachs sagt, hier S&P 500 6000, ist es so, dass mein Trading-Tagebuch, mein Trading mir sagt, hey, ich kann aktuell auf der Aufwärts, im Daytrading, ja, auf der Aufwärts- wie auch auf der Abwärtsseite Geld verdienen. Muss natürlich aufpassen, dass ich es auf der Abwärtsseite, wenn der Markt sich nach wie vor stabil hält und wieder nach oben läuft, es natürlich nicht übertreiben werde. Das galt dann eben auch zum Beispiel am Freitag, wo ich gesagt habe, ja, Shortseite ja, aber wenn er da drüber läuft, dann nichts mehr machen. Ne, vorsichtig sein. Ja, also nicht vehement Short, 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 weil Klebe sagt Short, 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 sondern natürlich mit einer sehr, sehr großen Vorsicht herangehen. Dafür machen wir dann natürlich auch die Streams und meine Gedanken, um dort nichtsdestotrotz dann entsprechend dieser Situationen dann auch Herr zu werden und damit dann eben Geld zu verdienen. Und das speichere ich mir entsprechend ab. Und da schauen wir gerne mal ganz kurz drauf, wie das dann am Freitag aussah. Gehen wir mal auf den 5-Minuten-Chart. Ja, und es ist auch wichtig, dass man das eben auch immer wieder macht. Und dann seht ihr, dass diese Zone hier oben eben entsprechend eine Relevanz darstellte, dann eben auch schon sogar knapp davor hier Möglichkeiten eines Shorts da waren und dann zum Abend hin der Bereich nochmal exakt getriggert wurde. Und dann sehen wir das hier eben im Daytrading. Und das sind ja Bewegungen hier aus dem Bereich 250 in der JFD-Indikation in den Bereich 32, 18 Punkte im S&P. Das ist nicht wenig. Das sind natürlich jetzt nicht die gigantischen Bewegungen, aber es sind ja die Bewegungen, die in den Ausprägungen aktuell so in etwa stattfinden. Ja, wir können jetzt eh nicht erwarten, dass wir jeden Tag irgendwie Bewegungen haben oder die Move-Bewegungen damit gemeint, ja, von irgendwie 50, 60, 70 Punkten im S&P 500, sondern es sind halt die Bewegungen, die im Kern, wenn wir das hier schon alleine nur in dieser Grafik sehen, das sind halt die Bewegungen, die in etwa so auftreten. Und von daher ist das dann eben auch etwas, wo man natürlich Geld mit verdienen kann. Und das speichere ich für mich ab, weil es einfach im, ja, US-Markt, muss man ganz klar sagen, im US-Markt so ist. Denn wenn wir uns nämlich den DAX hier anschauen, dann ist der DAX im 4-Stunden-Chart jetzt hier aktuell. Auch hier hatten wir den Gedanken vorsichtig, wenn es da dazu kommt, dass man natürlich auch mal diesen Gedanken einer Konsolidierung fahren kann, könnte, aber mit drei Ausrufezeichen. Es war dann doch auch viel mehr die Long-Seite, die mich hier interessierte und eben auch die Vorsicht, stärkere Vorsicht vor der Abwärtsseite, weil wir wieder sehen, wir haben wieder relativ klar auf den All-Time-Highs im DAX geschlossen, auch am Freitag wieder, haben sie wieder ausgebaut und wir sind hier in diesen konsolidierenden Bewegungen wirklich sehr, nach wie vor, sehr, sehr flach ablaufend. Sie treten auf,
Aber ja, da hat man noch hier unten, das war so Mitte Februar, da hat man eine Bewegung, die war mal, ne, um das mal ne, so, ja, 17.000, was weiß ich das, so 50, 60 in etwa, ja, da sind wir in den Bereich knapp unter 800 gelaufen, also gute 200 Punkte. Okay, 200 Punkte ist nicht verkehrt, aber wenn wir mal die anderen Konsolidierungen uns anschauen, die sind dann doch merklich kleiner gewesen in dieser großen Aufwärtstendenz. Ja, es hat schon mitunter mal immer mal den einen oder anderen Tag gedauert. Hier waren wir auch in etwa so 200 Punkte südlich tendierend unterwegs. Hier waren es dann nicht ganz so viel, hier waren es auch nicht so ganz so viel, hier auch nicht so ganz so viel. Und da sehen wir, dass zwar Konsolidierungen auftreten, die man ebenfalls bis zu einem gewissen Grad erahnen kann oder zumindest der Versuch mal da ist, aber wenn wir da sehen, naja, das Maximum, was der Markt machte, waren 200 Punkte und das eigentlich auch nur irgendwie so zweimal in quasi anderthalb Monaten fast schon, dann sollte man natürlich auch aufpassen, jetzt eben zu sagen, aber heute knallt es auf der Unterseite so richtig. Damit Vorsicht, und das war ja auch der tägliche Gedanke, wenn Short, dann eben mit einer gewissen Portion der Vorsicht. Und es gilt somit nach wie vor, sich mit der Aufwärtsseite natürlich zu beschäftigen, gilt natürlich auch am Ende für die US-Märkte. Und die große Frage, die ich mir immer stelle am Wochenende, wenn ich mir das große Bild anschaue, was müsste denn übergeordnet passieren, um vielleicht aus dem großen Bilde heraus zu sagen, rein charttechnisch, jetzt könnte vielleicht doch mal ein bisschen mehr Momentum auf der Abwärtsseite aufkommen, weil dann eben vielleicht doch mal der ein oder andere sagt, okay, jetzt geht's nicht weiter, die Verkäuferseite Überhand bekommt, weil dann vielleicht auch mal der ein oder andere sagt, okay, jetzt nehme ich dann doch mal ein paar Gewinne mit und somit auch natürlich dann die Verkäuferseite ein bisschen stärker wird, die Käuferseite dann eben auch irgendwann mal so ein bisschen zur Seite tritt und sagt, okay, jetzt warte ich erstmal ab, was der da macht. Das kann jederzeit passieren, das passierte nur in den letzten Tagen und Wochen und Monaten eben nicht so, weil das Bild ist ja jetzt hier nur ein Ausschnitt. Wenn wir ein Stück weiter zusammenzoomen würden, würden wir wissen, dass der Januar genauso aussah und auch im Dezember und Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März quasi ja diese Aufwärtsreise stattfindet. Und entsprechend wäre es jetzt aktuell so, dass diese Zone hier nach wie vor, das war in der letzten Woche ja schon mehr oder weniger so, dass diese Zone hier, die spielt für mich jetzt eine Rolle. Das ist natürlich, also hier in der JFD-Indikation, so in etwa die 18.000 in der Mitte und entsprechend müsste jetzt schon wirklich der Markt merklich darunter kommen. Es reicht nicht aus, wenn wir jetzt da irgendwie mal reinlaufen, ja, würde ja auch mal wieder so eine 200-Punkte-Bewegung bedeuten, ja, und dann fängt er sich hier wieder vielleicht in der Zone, geht vielleicht sogar nochmal kurz drunter und dann doch wieder nach oben. Das heißt immer noch nicht, dass ich jetzt irgendwie aggressiv shorte, sondern er müsste sich wirklich merklich darunter bewegen und dann irgendwo hier sein und dann könnte es schon sein, dass so Short-Ausprägungen auch mal ein bisschen volatiler wieder werden und dann natürlich auch wiederum ein bisschen interessanter fürs Trading. Ansonsten heißt gucken, dass er sich fängt, Bereiche raussuchen, wie zum Beispiel hier entsprechend auch am Donnerstag und eben auch in den letzten Tagen. Immer wieder haben wir ja Bereiche auch herausgesucht, die für die Long-Seite halt interessant waren zum Kaufen. Entsprechend das eben die Gedanken für den DAX mit der Ausnahme Freitag, Feiertag, ne? Und entsprechend eben mit dieser sehr, sehr starken Long-Seite. Nee, den Euro-US-Dollar schauen wir uns noch nicht an, sondern gehen natürlich jetzt nochmal, waren wir eben schon mal ganz kurz, in Richtung der US-Märkte, weil das Bild ist hier halt so ein bisschen anders. Ja, wir sind trotz alledem quasi jetzt wieder zum Ende der Handelswoche, inklusive dieser dieser Fed-Zinsentscheidung, wie gesagt, Economic Projections hat eben auch hier ordentlich Stärke reingebracht, entsprechend. Aber vorher war es halt so, da war die Nasdaq erstmal noch eine Nuance schwächer, dann war der Dow Jones jetzt eben nach dieser Verzinsentscheidung, hatten wir auch darüber gesprochen, dass da eben quasi diese Thematik sich ein wenig änderte. Wir hatten ja davor gesprochen, vor der Verzinsentscheidung, dass die Nasdaq quasi so ein bisschen das Schlusslicht darstellte seitens der US-Märkte, wenn man von Schlusslicht überhaupt bei dieser Aufwärtsreise sprechen kann. Aber es war so, dann hatten wir so den S&P mehr oder weniger in der Mitte und teilweise war der Dow Jones so mit der stärkste, teilweise auch der S&P, also die beiden waren so mit die stärksten, Nasdaq so ein bisschen Schlusslicht. Mit der Wochenmitte, mit der Fed-Zinsentscheidung änderte sich das, weil dort eben die Wahrscheinlichkeit jetzt eben zunahm bezüglich der Zinssenkung und entsprechend daraus resultierend, man merkte, okay, Dow Jones teilweise gar nicht mehr so stark, S&P 500 teilweise dann schon noch und auch die Nasdaq war dann teilweise ein bisschen stärker wieder als jetzt quasi der Dow Jones und der S&P. Also das wechselte sich so ein bisschen ab. Entsprechend aber sind wir, nachdem wir eben doch einige Tage immer relativ zügig wieder Abgaben gesehen haben, wenn dann mal neue All-Time-Highs ausgebaut worden sind, das war hier der Fall, hier der Fall, hier der Fall, sind wir dann doch eben auch hier nochmal nicht mehr an die Tiefs rangekommen, sondern haben schnell gedreht und neue All-Time-Highs ausgebaut. Auch hier gilt es jetzt erstmal mehr mit der Aufwärtsseite zu arbeiten und eben natürlich auch auf die Wirtschaftskennzahlen zu schauen und vor allem, wenn wir hier so drüber bleiben. Das ist so der Bereich 5180, 5175.
Ja, das ist so der erste Bereich, wo ich sage, okay, wenn wir da drunter laufen und nicht nur irgendwie eine halbe Stunde, sondern wirklich nachhaltig vielleicht auch mal einen Tagesschlusskurs da drunter finden, dann könnte die Abwärtsseite ein bisschen relevanter werden. Und dann könnte man auch noch ganz vorsichtig, ich bin jetzt nicht derjenige, der so mit Trendlinien arbeitet, aber wenn man eben so jemand ist, der mit Trendlinien arbeitet, dann wäre eben mit diesen Tiefs hier, mit diesem Bereich und dem Bereich und dem Bereich, wenn wir da drunter kämen, würde das Bild noch shortiger werden und dann umso tiefer, umso shortiger, logischerweise, ja. So, ne? Aber wir können alle nicht hell sehen. Für mich ist es wichtig, dann eben jetzt mir Gedanken zu machen, okay, wo wäre es aus charttechnischer Sicht, da gehört natürlich dann eben auch noch die Makroökonomie, das Sentiment und Co. dazu, aber wo wäre es zumindest aus charttechnischer Sicht dann wahrscheinlicher, dass dann doch mal ein bisschen die Abwärtsseite wieder aufkommt und vielleicht wir sogar mal eine komplette Handelswoche eher die Short-Seite sehen als die Long-Seite. Erstmal meines Erachtens noch ein Stück weit weg noch dieses Szenario, aber kommen kann es und wir müssen uns natürlich diesbezüglich auch Gedanken machen. Wir werden uns die Nasdaq nochmal ganz kurz anschauen. Auch hier war es so, dass wir am Freitag uns diesen Bereich als potenziellen Anschlagpunkt von der Unterseite angeschaut hatten. Ihr seht, dass dann eben auch dieser Bereich hielt, dass Möglichkeiten auf der Abwärtsseite da waren, allerdings eben auch zugegebenermaßen in diesem Falle nicht ganz so groß und entsprechend daraus, ich habe hier auch nichts gemacht, ja, auch wenn das jetzt schön aussieht, da war ich dann schon längst, wo das dann schöner wurde, gar nicht mehr am Rechner am Freitag, aber wir sehen, dass das jetzt quasi entsprechend auch im kleineren Bild immer wieder Möglichkeiten gibt, die man sich heraussuchen kann, wo dann auch entsprechend Reaktionen kommen und wo man im Daytrading ja locker was draus machen kann. Hier ist es natürlich jetzt fürs kleinere Bild zum Beispiel dann auch für den Montag so, wenn wir uns über diesen Bereich drüber hinwegarbeiten, wenn wir ein bisschen vorsichtiger mit der Abwärtsseite, wenn wir da drunter bleiben, wäre es eben nach wie vor am Montag vielleicht dann so mit der US-Session, wenn die startet, dass wir uns vielleicht wieder Shorts raussuchen. Ja, also das jetzt dazu. Jetzt kommen wir zu dem Euro-US-Dollar, den ich ansprach. Tageschart aktuell. Sehr, sehr schwach der Euro-US-Dollar, entsprechend resultierend aufgrund der Stärke, die wir uns von dem Dollar-Index angeschaut haben, des Dollars. Und hier ist jetzt wirklich die große Frage, was kommt da noch mit hinzu? Aus rein charttechnischer Sicht kommen wir jetzt so in den kleinen Bereich, aber übergeordnet ist es durchaus nicht irrelevant oder nicht unrealistisch, dass wir sogar nochmal hier unten hineinkommen. 0,7 in etwa für den Euro-US-Dollar. Wir sind jetzt aktuell im Bereich um die Marke 0,8. In etwa so 100 Ticks wären hier durchaus bis in diesem Bereich erstmal noch vonnöten, um ihn anzulaufen, aber das ist meines Erachtens nach nicht unrealistisch. Das kann schon durchaus noch kommen, gerade wenn das Bruttoinlandsprodukt, was wir uns anschauen, ebenfalls irgendwie vielleicht noch positiv überrascht, wenn diese ganzen Sentiment-Indikatoren, die da rauskommen, und die Michigan-Verbrauchervertrauen, CB-Consumer-Confidence, ja, wenn die ebenfalls positiv ausfallen und alles irgendwie nach wie vor positiv hier, positiv da, positiv hier, positiv da, dann gilt das natürlich als positiv auch für den Dollar. Und dann kann er natürlich auch weiter Aufwind bekommen. Er wird irgendwann meines Erachtens nach zusammenklappen. Vielleicht da unten, ja, aber erstmal würde ich da jetzt nicht direkt ab Montag sagen, jetzt ist es soweit, das war viel zu viel in der vergangenen Handelswoche, jetzt dreht das Ding und ich handle nur noch jetzt eben mit der eventuell kommenden Dollarschwäche. Nein, das würde ich erstmal noch nicht machen, das müsste er mir erstmal zeigen aus charttechnischer Sicht, bis zu lange würde ich sogar noch davon ausgehen, dass wir bis hier unten hineinlaufen können, was natürlich dazu führt, dass wir gegebenenfalls vielleicht sogar nochmal einen Short suchen. Ja, habe ich jetzt noch kein Szenario im Kopf, aber ich würde es jetzt mal nicht ausschließen. Er müsste ein bisschen sich erholen, jetzt irgendwie ganz aggressiv würde ich es nicht machen, aber möglich wäre es, Chance 100 Ticks, meines Erachtens nach ebenfalls nicht ganz unrealistisch, im großen Bilde zumindest. Und von daher ist das zumindest auch ausreichend für eine etwaige Chance diesbezüglich. Und da, wie gesagt, die Drehung würde ich jetzt erstmal noch nicht vehement irgendwie ins Kalkül nehmen. Goldpreis, gleiches Spiel. Hier ein bisschen detaillierter. Wir hatten mit dem Gedanken erstmal gespielt, auch auf Basis dieser Zinsentscheidung, wo wir gesagt haben, naja, vielleicht kriegt er ja ein bisschen Schwäche, der Dollar. Hatten dann mit diesem Bereich hier gearbeitet, als einen potenziellen Auffangbereich, potenziellen Kaufbereich. Nur in ganz kleinen Bilde gab es ganz aggressive Trigger, die hier überhaupt einen Long irgendwo signalisiert haben. Ansonsten kam eher der direkte Durchlauf, der Test von der Unterseite, nochmal der Test von der Unterseite, Unterseite, Test von der Unterseite. Also ihr seht, dass diese Zone, die wir uns dort herausgesucht haben, schon eine Relevanz hat und eben auch Möglichkeiten mit sich brachte, entsprechend dann darunter die Abwärtsseite durchaus zu handeln. Und der Bereich wird auch erstmal, es kann sein, wenn wir weiter nach unten rutschen, dass ich noch einen tieferen für mich finde, ja. Aber erstmal hat der Bereich natürlich eine gewisse Relevanz. Und jetzt im kleinen Bilde würde ich schon erstmal darauf warten, dass wir wieder drüber hinweglaufen, um dann diese Long-Seite zu spielen. Dann idealerweise auch auf Basis dessen, dass wir merken, und vielleicht haben wir auch den einen oder anderen Punkt, der dafür spricht, dass der Dollar anfängt, wieder so ein bisschen zu schwächeln, weil dann wird es nach wie vor meines Erachtens nach relativ zügig in Richtung Norden gehen.
weil einfach diese Goldstärke noch da ist. Und erinnert euch mal an das Bild jetzt gerade, das war zwar der Tageschart, aber wenn man sich im kleineren Bild anschaut, was der Euro-US-Dollar auf der Abwärtsseite gezeigt hat. Und auf der anderen Seite ist eigentlich, naja, stark kann man vielleicht im Euro jetzt auch nicht unbedingt davon sprechen, aber zumindest bisschen kleine Stärke, Anomalien kommen da auch noch rein. Aber hier, wir sehen, es ging zwar so ein bisschen nach unten, aber wenn man das ins Verhältnis setzt, ist das eigentlich gar nichts. Also da merkt man, wie stark doch das Gold auf der anderen Seite noch ist. Und wenn dann eben diese Schwäche im Dollar aufkommt, dann sind wir schnell hier auch mit Momentumbewegung wieder auf der Aufwärtsseite da. Und meines Erachtens nach, wenn wir uns das im Tageschart mal, im Stundenchart mal anschauen, sind dann eben, Moment, hier hatten wir die unteren Longs, sind dann, also diese Momentumbewegungen müssen jetzt vielleicht nicht kommen, aber dass dann eben doch schnell mal wieder eine gewisse Kontinuität auf der Aufwärtsseite reinkommt. Ja, hier dann eben sogar ein bisschen stärker. Klar, das war jetzt quasi die Zinsentscheidung, bisschen too much, ja, aber das dann quasi das Hochlaufen, ne, vielleicht so ein Test und dann dümpelt der dann doch hier wieder erstmal stetig nach oben und dann hat man vielleicht auch so einen Läufer, der mal 2, 3, 4, 5 Tage hält. Aber auch hier, Achtung, ja gut, jetzt ist für ja doch, Achtung Ostern, ne, auch der Goldpreis hat quasi nur 4 Kernhandelstage, da kommen dann Handelswochen, das ist dann meistens auch etwas ruhiger. Was ich eingangs noch sagte, US-Dollar, Schweizer Franken, gerne nochmal angeschaut, denn hier hatten wir eine Besonderheit in der vergangenen Handelswoche und zwar hat ein bisschen überraschend, für mich war es gar nicht so überraschend, aber ich denke für viele war es überraschend, dass die Schweizer Notenbank die Zinsen gesenkt hat. Und zwar war das jetzt nicht, es war jetzt nicht so, dass jetzt irgendwie 100% Annahmen, nein, die Zinsen gehen nicht nach unten, es gab schon eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass das passiert. Wir hatten das dann entsprechend auch vorher im DAX Long oder Short besprochen, achtet drauf, das kann passieren und für mich war das gar nicht so unwahrscheinlich, dass es passiert und es passierte. Heißt ja eigentlich, dass der Schweizer Franken Schwäche erfährt, ja. Bedeutet im Kontext des US-Dollar-Schweizer Frankens die Abwärtsseite. Passiert aber, also gut, die Aufwärtsseite waren jetzt erstmal entsprechend die Fed-Zinsentscheidung auch hier, ne? Stärke US-Dollar, zack, nach oben. Und jetzt sehen wir, dass wir quasi hier oben zwar auf diesem Niveau anfangen, so ein bisschen mal nach unten zu kommen, aber eigentlich in diesem Kontext dessen, dass wir sagen, okay, der Schweizer Franken sollte eigentlich entsprechend schwächeln, ja, und entsprechend der US-Dollar ja, entweder weiter Stärke bekommen oder dann eben auch mal anfangen zu schwächeln. Aber dann ist denn der Schweizer Franken meines Erachtens nach ein bisschen schwächer dran und entsprechend wäre es so der Gedanke, wenn wir da ein bisschen nach unten kämen, ja, dass wir hier entsprechend irgendwo noch die Long-Seite bekommen, ja, das wäre jetzt interessant, beziehungsweise wenn wir hier noch ein bisschen mehr seitwärts laufen, dass wir uns schon nochmal Möglichkeiten auf der Long-Seite suchen können, ja. Dafür benötigt der Dollar, der US-Dollar Schweizer Franken entsprechend würde jetzt hier, also der US-Dollar ist jetzt gar nicht so zwingend vonnöten, wenn der auf dem Niveau bleibt, ja, dann wäre auch hier die Möglichkeit auf der Aufwärtsseite meines Erachtens nach da. Man muss aufpassen, wenn der US-Dollar wieder anfängt zu schwächeln, dann wäre es auch auf anderen Niveaus noch interessant, dann hier entsprechend der Long-Seite mal unterwegs zu sein. Aber da werden wir auch gerne, also ist das absolut noch nichts Fertiges. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich mich Montag hinsetze und sage, ich will jetzt unbedingt im US-Dollar Schweizer Franken was machen oder aber generell in einer anderen Währung vielleicht zum Schweizer Franken, sondern ich habe es im Kalkül, ja, und wenn irgendwo, vielleicht auch eine andere Währung, nochmal irgendwie mir ein bisschen was Cooleres signalisiert, Stärke idealerweise, dann wäre das natürlich noch interessanter. Aber da wir im US-Dollar Schweizer Franken halt aktuell immer noch diese Stärke haben, vielleicht nochmal kurz so ein bisschen abgeben oder eben auf diesem Niveau da Möglichkeiten bekommen, ist die Aufwärtsseite meines Erachtens nach erstmal durchaus nach wie vor weiterhin relevant. Und ja, mal gucken, wir können mal auf den 5-Minuten-Chart gehen, ja, wie sowas jetzt aktuell zum Beispiel aussehen würde. Jetzt haben wir hier unten die Liquidität genommen. Also wenn der jetzt zum Beispiel scharf nach oben läuft, ja, also wenn er jetzt doch ein bisschen scharfer hier nach oben läuft und nochmal so eine Rebound dieser Zone bekommt, das wäre zum Beispiel etwas. Oder aber wir gehen hier oben rüber, ja, die Liquidität wird hier sofort gekauft, ja, und dann kommen wir von der Oberseite nochmal drauf, dann wäre das auch etwas, was durchaus als Long fungieren kann. Aber nur kann, wie gesagt, ist noch nicht fertig. Ich wollte nur mal darauf hinweisen, dass der Schweizer Franken halt so ein bisschen überraschte, dass grundsätzlich der Schweizer Franken dadurch jetzt durchaus schon eine Nuance der Schwäche erfährt und entsprechend somit, ja, so ein bisschen Veränderung in der vergangenen Handelswoche mit sich brachte. Gut, das so die Gedanken für die kommende Handelswoche, was die Märkte erstmal meinerseits betrifft. Wir werden uns Montag früh um 7 Uhr wieder hören, Montag natürlich dann um 14 Uhr mit der US Opening Bell und dann natürlich die Situationen etwas detaillierter einordnen. Ich wünsche euch ein wunderbares Restwochenende. Bis dahin euch nur das Beste. Euer Markus Klebe. Bye bye und ciao. Tschüss. JFT, just fair and direct.